Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch mal wieder einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg, die Welt ist ein Prisma und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt Sylvanas Windläufer im Sanktum der Herrschaft auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr das Fokussierungsprisma aktiviert habt. Hört sich jetzt einfach an, ist tatsächlich jetzt ein bisschen komplexer das Achievement. Wichtig zu wissen, ihr müsst erstmal die erste Phase ganz normal fertig spielen. Sobald ihr die erste Phase fertig gespielt habt, ist es so, dass ihr in der zweiten Phase ja die Ketten langlaufen müsst. Jetzt sind bei den Ketten kleine Orbs versteckt, und zwar insgesamt 4 an der Zahl. Die sind auf diesen Ketten an fixen Positionen. Und zwar die erste ist direkt hinter uns auf der Kette, also wenn wir starten, nicht vorne weiter über diese Verbindung laufen, sondern ein Stück zurücklaufen, und da hinten in der Ecke befindet sich die erste Kette, befindet sich quasi auf der ersten Kette die erste Orb. Die zweite Orb ist auf der dritten Seite, auf der dritten Kette am weitesten entfernt von euch, ne? Also ganz nach vorne laufen. Die dritte ist am linken Ende der vierten Kette und das letzte Prisma ist am Ende der fünften Kette, einfach nach vorne laufen und dann nach links rennen. Also da sind die Positionen, diese 4 sind immer fix, aber was sich ändert, ist tatsächlich die Reihenfolge der Orbs. Und zwar sind es 4 verschiedene Orbs, die haben auch andere Farben. Und dementsprechend habt ihr für Nightfee eine, so eine lila Orb. Für Kyriana ist es eine blaue, für Ventir eine rote und für Necrolord eine grüne Orb. Wir haben es auch so gemacht, dass die jeweiligen Covenants diese Orbs aufgehoben haben. Also die Nightfee-Spieler den Nightfee-Orb und einen Kyriana die Kyriana Orb. Ich bin mir nicht sicher, ob das hundertprozentig notwendig ist. Macht es am besten vielleicht einfach so. Bei uns hat das auf jeden Fall zum Erfolg geführt. Diese Orbs müssen also aufgesammelt werden. Also haben wir dann, sobald diese Phase zu Ende ist, die zweite, 4 Spieler mit den jeweiligen Orbs. So, das ist der erste Teil. Wenn ihr das einmal gesehen habt, wo die liegen, dann ist es relativ easy. Ich muss zugeben, bevor ich das Achievement gemacht habe, ist mir auch nie aufgefallen, dass da diese Kugeln liegen, aber sie sind auf jeden Fall da. Ihr habt sie jetzt auch gerade so ein bisschen nebenbei gesehen, wie die aussehen. So, sobald ihr diese Orbs habt, ist es wichtig, sobald ihr in die dritte Phase geht, schnell zu sein, denn diese Plattformen, auf denen wir spielen, die haben Symbole und das sind genau die Pakt-Symbole. Und jetzt müssen die Orbträger nicht den Boss angreifen, sondern sofort lostigern und auf diese Symbole sich stellen. Heißt, auf jeder Plattform steht dann ein Spieler, der die jeweilige Orb hat, ja? Also der Ventir geht auf das Ventir-Symbol, der Kyriana geht aufs Kyriana-Symbol und so weiter, ne? Also ihr seht, die an eurer Minimap seht ihr ja, welchen Pakt ihr habt und wie das Symbol aussieht. Und dementsprechend auf das Symbol stellt ihr euch einfach an den Plattformen drauf. Ihr habt dann einen extra Button, den ihr drücken könnt. Bei uns in dem Try haben, glaube ich, die Leute einfach nur wild auf den extra Button geklickt und dann kamen 4 Strahlen in die Mitte und wir haben das Achievement quasi damit schon mal vorbereiten, muss zwar dann den Boss noch töten, aber das Achievement war schon mal weiß. Ich habe jetzt nochmal das nachgelesen gehabt, anscheinend ist es so, in der Reihenfolge, wie die Orbs auf der Brücke liegen, muss man auch dann dementsprechend die Orbs aktivieren. Also wenn die erste Orb auf der Kette die Ventir Orb war, dann muss halt Ventir als erstes drücken, wenn die zweite Kyriana war, dann Kyriana als zweites und so weiter, ne? Sonst unterbricht man sich anscheinend gegenseitig. Ich habe das jetzt als Tank mal nicht gemacht, weil ich blöderweise den Boss tanken muss, aber ihr solltet dann am besten das in der Reihenfolge klicken. Bei uns haben, wie gesagt, alle einfach wild das Ding geklickt und es hat irgendwie geklappt. Vielleicht war es zufällig die richtige Reihenfolge. Das Ganze muss übrigens durch sein, bevor Anduin Blasphemie castet. Und dafür habt ihr nur 7 Sekunden Zeit. Also die zweite Phase beginnt. Anduin hat dann 7 Sekunden castet er sein komisches Blasphemie-Gedönse. Und wenn das durch ist, war es das, ne? Also ihr müsst in der zweiten Phase alle Kugeln aufsammeln. Dann dritte Phase startet, die Leute schwärmen auf. Ihr seht ja, ihr startet, glaube ich, immer auf der Necrolord-Rune. Also Necrolord muss schon mal nicht laufen. Die anderen 3 müssen dann halt lostigern, auf die richtige Rune, das Ding klicken
Und wenn dann die vier Strahlen in die Mitte gehen, das Achievement weiß wird, dann könnt ihr einfach ganz normal alle auf die eine Plattform zurückkehren und den Boss töten und kriegt dann am Ende auch das Achievement. Wenn ihr das fehlgeschlagen habt, müsst ihr euch halt einmal ablegen und das dann nochmal probieren, ist auch keine Schande. Bloß der Bosskampf ist halt sehr, sehr lang und man will das halt eher vermeiden. Ja, ist auf jeden Fall ein lustiges Achievement, hat sich Blizzard was einfallen lassen fürs Endboss-Achievement und der Name vom Erfolg ist eigentlich auch ganz gut, wenn man so Silvanas Spruch bedenkt, ne? Die Welt ist ein, the world is a prison, ne? Und hier ist quasi in Prisma. Ist eigentlich ganz nett, so zumindest in der englischen Variante. In der deutschen geht vielleicht ein bisschen was flöten, aber ich denke, man kann es trotzdem verstehen. Gut, damit sind wir mit dem letzten Erfolg durch und damit auch mit den kompletten Erfolgsguides zu dem Meta-Achievement bzw. zum Mount. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.